Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Steelbook zu Logan Lucky und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier ganz frisch bekommen. Logan Lucky ist ja eigentlich schon gestern erschienen, aber ja, so es gibt so, ja, ich habe noch keinen richtigen Versandhandel gefunden, der die Sachen mal vernünftig und zuverlässig liefert. Jetzt hatte ich ja hier bei Thalia bestellt, weil ich damals so einen 25% Gutschein hatte. Und ja, letztes Mal kam der Film ja zwei oder einen Tag vor Release. Ja, jetzt hier irgendwie dachte ich, Mensch, naja, vielleicht kommt er dann am Release-Tag. Aber da wurde er noch nicht mal versendet. Und da habe ich gedacht, okay. Da mittlerweile das Steelbook bei allen anderen billiger geworden ist. Wie gesagt, kostet jetzt ca. 20 Euro das Steelbook hier. Habe ich gedacht, das waren jetzt 50 Cent mehr, wie ich bei Thalia bezahlt habe. Also habe ich das Ding nochmal bei Amazon bestellt. Und heute war er dann da und den anderen habe ich dann wieder storniert. Ja, wie gesagt, ich bin auch ein sehr ungeduldiger. Ich will die Dinger immer sofort haben. Ja, aber wie gesagt, jetzt hier Logan Lucky. Film habe ich noch nicht gesehen. Damals Kino, ja, der Trailer, den fand ich eigentlich ganz gut, aber auch jetzt nicht so extrem berauschend, wo ich gesagt habe, den musst du jetzt unbedingt im Kino sehen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Und ich muss sagen, dass das Steelbook eigentlich auch so gar nicht mal schlecht aussieht. Und das ist ja heutzutage bei diesen ganzen hässlichen Steelbooks schon ein Wunder. Weil, ja, wir nehmen mal Kingsman 2 Steelbook, das ist ja wohl sowas von abgrundtief hässlich. Aber schauen wir uns hier mal die J-Card an. Ja, ich quatsche wieder viel zu viel. Dann haben wir hier, oder J-Card ist ja eigentlich mehr hier ein kleiner Schuber. Ja. Und wie gesagt, hier Logan Lucky. Schauen wir es uns mal von vorne an. Ich finde eigentlich ziemlich cool gemacht. Wir haben hier, ist schön clean. Wir haben hier keine große Schrift. Hier unten ein bisschen Studio-Kanal-Logo. Auch mit dieser Farbgebung hier in diesen schwarz- oder Grautönen, sage ich mal jetzt. Und dann das Auto in Farbe und der Schriftzug finde ich eigentlich ziemlich cool. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Dort haben wir, ja, okay, das ganze Geld und dann, ich denke mal, der Film wird in Kapitel unterteilt sein. Wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, darum kann ich damit jetzt nichts anfangen. Hier Logan Lucky am Spine. Und ja, finde ich ziemlich cool, dass es ein durchgängiges Motiv hat. Also ich finde es ist jetzt, wie gesagt, ist wieder nicht das absolute Highlight, aber es ist jetzt, man muss sowas heutzutage schon loben und sehr, sehr gut finden, weil, wie gesagt, ich sag nur Kingsman, Planet der Affen und wie sie alle heißen, grauenvoll und hässlich. Und hier, da ist das schon, muss man eigentlich schon sagen, ein Highlight, ja. So, haben wir noch ein bisschen Werbung drin. Mal die Disc drehen hier. Ach, sowas liebe ich immer. So. Schauen wir uns mal die Innenseite an. Hier haben wir das Bild nochmal in Farbe. Nehmen wir mal raus und dann haben wir hier nochmal ein Bild. Ich nehme mal eine Szene aus dem Film hier. Ja, kann man machen. Ist jetzt aber nicht so besonders. Ist besser als gar nichts. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, finde ich ganz gut. Ja. Und ja, wie gesagt, bin auf den Film gespannt. Macht dann wahrscheinlich, ja, denke ich mal, werde ich machen, einen Filmcheck dazu, um euch auch meine Meinung dazu zu sagen, wie ich den Film so fand. Und ja, in diesem Sinne, könnt ihr immer so schreiben, was ihr so von den neuesten Steelbooks so haltet, ob ihr auch findet, dass sie immer hässlicher werden oder dass man sich da überhaupt keine Gedanken mehr macht über das Design. Und ja, könnt ihr mir mal in den Comments schreiben und in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.